Wenn Sie in diesem Jahr zum Bachfest kommen, dann werden Sie genau das erleben, was Sie lange vermisst haben. Große Emotionen, große Kunst, große Nähe. Das wird zu ganz besonderen Momenten führen, zu besonderen Begegnungen, sowohl für die Künstler als auch für das Publikum. Es ist eine Idee, die uns letztlich die Bach-Familie selber geliefert hat. Nämlich der Versuch, die Bach-Feste, die die historische Bach-Familie in Thüringen gefeiert hat, zu adaptieren. Jeder Interpret, der sich mit Musik Bachs oder des 18. Jahrhunderts beschäftigt, der möchte nach Leipzig. Natürlich, das Bach-Festival in Leipzig ist das Nonplusultra. Ja, natürlich ist es ganz speziell. Ich bin schon nervös, aber in der Sinn gespannt und froh. In der ersten Hälfte schauen wir uns eher an die Wurzeln Bachs, indem wir also die Werke seiner zentralen Vorbilder in den Kontext stellen mit seinen eigenen Frühwerken. Da zeigt sich einfach, er ist jemand, der von seiner Vergangenheit profitiert in einer ungeheuren Weise, wie es bisher nie da war, und der gleichzeitig diese Vergangenheit nach vorne bringt. Und dann bewegen wir uns immer mehr auf die Generation der Bach-Söhne zu, also kombinieren große Werke von Bachs Söhnen mit Kompositionen des Vaters. Also ich bin mir sicher, das werden ganz starke Gefühle werden. Wenn dann die erste Note beim Bachfest hier in der Thomaskirche im Eröffnungskonzert erklingen wird, dann wird sich die ganze aufgestaute Begeisterung, wird sich wie eine Eruption entladen. Auch für die Musiker hat ja die Pandemie gezeigt, dass Dinge, die wir als selbstverständlich angenommen haben, überhaupt nicht selbstverständlich sind. Die sind total durstig auf diesen Kontakt zu echtem Publikum. Die historische Bach-Familie, die werden ganz begeistert von dieser Idee. Ich denke, es ist ein hochinteressantes Bachfest und ein ganz anderes Bachfest, als es je gegeben hat und als es vielleicht je wieder geben wird. Welcome to Leipzig! Welcome!